Also was die vergangenen Tage da passiert ist, was war das eigentlich? Ein moderner digitaler Protest oder ein destruktiver Angriff? Also schwierig zu beurteilen, was das genau war. Ich glaube, die Hauptmotivation der meisten Teilnehmer war, Protest zu zeigen gegenüber diesen Unternehmen wie Visa, Amazon, Mastercard und PayPal, die die Aktivitäten von WikiLeaks als illegal erklärt haben und die Geschäftsbeziehungen einseitig gekappt haben, vermutlich, womöglich auf Druck der US-Regierung. Und sehr viele Unterstützer von WikiLeaks brauchten einerseits ein Ventil, um zu sagen, das geht so nicht, das ist eine legitime Sache, was WikiLeaks macht und ihr beschneidet jetzt wichtige Infrastrukturen dieses Projektes, ihr beschneidet damit Informations- und Meinungsfreiheit und haben sich zusammengeschlossen, ja, um nach Meinung vieler eine Art virtueller Sit-in zu machen, nämlich die Infrastrukturen, die Webseiten dieser Unternehmen mit ganz vielen Datenpaketen zu bewerfen, in der Hoffnung, dass die Server der Last nicht gewachsen sind und offline gehen. Ist es eine legitime Waffe, ist ja illegal? Also das ist halt die große Frage, ne? Wenn man jetzt Botnetze verwendet, also automatisierte Computer, die teilweise noch Trojaner drauf haben, die halt gar nicht wissen, dass sie zusammengeschlossen werden zu einer großen Waffe sozusagen, um dann einzelne Server zu beschießen, das ist eindeutig illegal. Aber was wir hier gesehen haben, ist, dass sich tausende Menschen eine Software runtergeladen haben, die eigentlich nichts anderes macht, als immer wieder automatisiert sehr schnell eine Seite aufzurufen. Das kann man manuell auch machen. Da klickt man sich nur dumm und dämlich, wenn man die ganze Zeit auf Neuladen im Browser klickt. Und diese Software macht nichts anderes, als das schnell automatisiert zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenzziehung zu einerseits, man besucht halt diese Seite manuell, wie man geht in ein Geschäft oder man setzt sich hin in ein Sit-in oder eine Sitzblockade und ab wann schickt man eigentlich Roboter los, die für einen demonstrieren gehen? Was für ein Schaden ist denn bei den Unternehmen dabei entstanden? Was für ein genauer Schaden bei den Unternehmen entstanden ist, ist vollkommen unklar. Also zumindest bei Mastercard und Visa waren die Webseiten weg. Wer sich als potenzieller Kunde oder Kunde dort informieren wollte, hatte keine Möglichkeit. Ich glaube oder mich sogar erinnern zu können, dass zumindest die Bezahlung über diese Kreditkarten zumindest für eine kurze Zeit nicht funktioniert hat. Damit ist ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, in keine Ahnung wie hoher Höhe, aber das war auch das Ziel. Also das Ziel dieser Proteste war halt, wirtschaftlichen Schaden diesen Unternehmen zuzufügen, weil, so war die Meinung sehr vieler, die sich daran beteiligt haben, diese Währung verstehen die Unternehmen als Protest. Jetzt reichten da ein paar Tausend auf, um Menschen, sag ich mal, jetzt erstmal weltweit den Zugang zu bestimmten Seiten zu blockieren. Ist das gerechtfertigt? Ja, das ist die große Frage, ob das gerechtfertigt ist. Ich tendiere eher dazu zu sagen, es gibt bessere Methoden, weil wir hier auch in eine Aufrüstungsspirale kommen, die man vielleicht gar nicht mehr stoppen kann. Wenn jetzt jeder denkt, das wäre jetzt eine legitime Art und Weise, sich mit seinem Chat mit lauter Leuten gegen jedes beliebige Ziel zusammenzuschließen, um dann mal einfach so kurz so in der Mittagspause mal demonstrieren zu gehen, dann ist es ja eigentlich demokratietheoretisch erstmal was Schönes, aber die praktischen Auswirkungen im Netz sind ja was ganz anderes. Dann ist es ja eher vergleichbar, so jetzt überspitzt gesagt, so mit marodierenden Mobs, die dann durch die Gegend laufen, um halt mal irgendwie das Recht des Stärkeren zu zeigen. Und dann haben wir so eine Aufrüstungsspirale, die wir vielleicht nicht mehr kontrollieren können, die auf jeden Fall zu einem führen wird, nämlich dass Regierungen sich für mehr Kontrolle einsetzen werden im Netz, für mehr Überwachung einsetzen werden, um genau zu verhindern, dass halt diese Waffen jetzt von jedem beliebig oft eingesetzt werden können. Was für eine Wirkung auf die Öffentlichkeit hatten denn diese Angriffe der letzten Tage? Es ist schwierig zu sagen, welche Auswirkungen diese Angriffe hatten, aber ich glaube, sie hatten zumindest eher eine negative Auswirkung auf WikiLeaks und die Idee dahinter, weil was man genau sehen konnte in der Medienberichterstattung vorher war ein, ja, oftmals, zumindest in deutschen Medien, wohlwollende Berichterstattung bei WikiLeaks. Auch die ganzen Solidarisierungsaktionen wurden wohlwollend begleitet, dass tausende Menschen ihre Server zur Verfügung stellen, damit Infrastruktur geteilt wird, dass halt die Spenden, auch wenn die Spendenwege immer komplizierter werden, immer noch am Laufen sind, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich anhand der Diskussion rund um WikiLeaks für Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit einsetzen. Und auf einmal gibt es diese, ja,
diese Sit-in-Attacken. Und da ist das mediale Bild ein klein wenig oder sehr stark hat sich verändert. Es ist verändert in Richtung was Negativen. Auf einmal war da so eine dunkle Bedrohung da, die halt Angriffe, also mit kompletter Kriegsrhetorik wurde das alles nur noch als Cyberwar aufgebauscht. Es wurde als Hackerangriffe dargestellt, was es eigentlich auch nicht ist. Auf jeden Fall für so 2-3 Tage während dieser Angriffe, Sit-ins, war die Medienberichterstattung sehr negativ über WikiLeaks, und das hat der Idee eigentlich ziemlich gestartet. Und ich finde es ganz gut, dass dann auch diejenigen, die halt ja, sich da zusammengeschlossen haben in der Anonymous-Gruppe, zumindest ihre Strategien geändert haben und sich in eine andere Richtung bewegt haben und jetzt nicht irgendwie weiterhin diese Art von Protest fahren. Das heißt, es hat der eigentlichen Idee am Ende vielleicht sogar geschadet? Ich glaube, es hat den Protesten geschadet, die sehr vielfältig waren und die sehr positiv waren. Und es hat für kurze Zeit der Idee von WikiLeaks und auch dem Projekt geschadet, weil es wurden nur noch über diese Angriffe in dieser Kriegsrhetorik berichtet und es wurde nicht mehr darüber berichtet, dass da WikiLeaks mehr oder weniger unter einer Attacke der US-Regierung leidet. Zu diesem dunklen Internet, also wenn man das mit dem Sit-In vergleicht, wenn ich mich in Gorleben auf die Schienen setze, mache ich das ja als Demonstrant mit offenem Visier. Wirkt so ein Angriff aus dem Netz da anders? Ja, also man muss ja sagen, diese Softwarekanone, die sich alle runtergeladen haben, die hat ja auch mit offenem Visier funktioniert, was viele erst hinterher festgestellt haben, nämlich die IP-Adresse wurde mit übermittelt. Und aufgrund so Cybercrime-Gesetzgebungen, die in den letzten Jahren geschaffen worden sind, könnte da der ein oder andere noch ein Strafverfahren bekommen, was halt vielen gar nicht so bewusst war. Insofern könnte man aber auch argumentieren, es ist vergleichbar mit Protest in Gorleben, wo man sich hinsetzt. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch etwas anderes, ob man selbst als Person irgendwo hingeht, als dass man seinen Computer mal kurz startet, ein Programm startet, eine Adresse eingibt und dann essen geht, um seinen Computer für sich als Roboter quasi demonstrieren zu lassen. Und was ist die Problematik daran, dass es anders ist? Na, die Problematik ist einerseits, ich stehe für etwas ein, ich gehe als Person irgendwo hin, mir ist das sehr wichtig. Und das andere ist ja eher so ein technologisches Hochrüsten. Wer hat die schnellste Internetleitung, wer hat den schnellsten Computer, wer hat sozusagen die schnellsten Roboter, die dann für einen das automatisiert machen. Also man muss ja nicht die ganze Zeit daneben sitzen und zugucken, sondern man startet einmal das Programm. Und das ist schon so ein kleiner Unterschied zu einem physikalischen Protest sozusagen. Sie haben es schon mal angesprochen. Was ist denn die Motivation? Also wer steckt hinter Anonymous? Was ist die Idee denn eigentlich hinter diesen Protesten? Also ich glaube, die Hauptmotivation war am Anfang Wut ablassen. Wut ablassen darüber, dass die US-Regierung so hart gegen WikiLeaks vorgeht, dass diese Unternehmen auf Druck der US-Regierung einfach mal die Geschäftsbeziehungen beenden mit fadenscheinigen Argumenten und halt ihre quasi monopolartigen Strukturen ausnutzen, um halt die Infrastrukturen des WikiLeaks-Projekts nicht zerstören, aber zu blockieren und zu erschweren. Und diese Wut musste wohl irgendwie raus. Und da hat man halt, oder haben sehr viele, nicht alle, zumindest mal für kurze Zeit, einen eher destruktiven Weg genutzt, was man halt menschlich verstehen kann, was aber vielleicht jetzt nicht so unbedingt wohl überlegt war, was die Außenwirkung für das Projekt und für diese ganze Sache und für diese ganzen Proteste belangt. Wenige Tausend waren das ja am Ende da ausreichend, weltweit Seiten zu blockieren. Ist das ein fairer Protest? Also gegenüber den anderen Menschen, die vielleicht nutzen wollen, nicht mehr gegenüber den Unternehmen. Ja, es ist die große Frage, ob das jetzt ein fairer Protest ist, wenn man auf der einen Seite so wenige tausend Menschen hat, die dann mal in der Weihnachtszeit die Bezahlinfrastrukturen von beinahe Monopolisten irgendwie blockieren wollen und ganz viele andere Menschen keine Möglichkeit haben, online in den Shops zu bezahlen.
Das ist halt die große Frage. Was bedeutet das auch, wenn halt diese Art und Weise zu protestieren immer mehr um sich greift, wenn man dann halt ja, in der Mittagspause mal seinen täglichen Online-Protest macht, welche Auswirkungen das haben kann, sich in Ad-Hoc-Gruppen zu allen möglichen Themen zusammenzuschließen, das weiß man jetzt auch noch nicht. Es gibt ein paar Nebenwirkungen dieser ganzen Sache. Wenn man nämlich so ganz viele Datenpakete zu einem Server rüberschickt, müssen die ja irgendwo auch durchs Netz durch. Also man begeht eigentlich so eine Art von digitale Umweltverschmutzung, indem man das tut, was vielleicht jetzt auch nicht vielen bewusst ist, weil das ein total eigentlich nebensächlicher Aspekt ist. Eine andere Frage ist, was ist, wenn jetzt die Chinesen anfangen, irgendwie diese Art von Protesten zu nutzen, gegen jegliche Art von Kritik am chinesischen Regime. Die haben ja 1,3 Millionen Bewohner, davon sollen 400 Millionen Internet haben und sehr viele sind da mit einer Linie mit dem chinesischen Regime. Wenn die jetzt sagen, anstatt geht mal da zu diesen ganzen Webseiten, die berichten kritisch über uns, schreibt da mal Kommentare, die China-freundlich sind, geht mal hin und bombardiert irgendwie diese ganzen westlichen Medien. Was soll man dagegen tun? Also müssen wir da nicht viel früher eine Debatte anfangen über klar Abrüstung oder klar irgendwie die richtige Wahl der Waffen, bevor wir einfach mal sagen, okay, das ist eine legitime Waffe, die darf man immer einsetzen. Ja, wie soll man jetzt damit umgehen? Ich glaube, was ganz sinnvoll ist, ist eine Reflexion darüber, ob jetzt diese eingesetzte Waffe sozusagen, ob dieser eingesetzte Protest gegenüber anderen Protestformen sinnvoll war oder ob es nur eine kurzfristige Rauslassen von Wut war und ob es da vielleicht nicht andere Kanäle gibt, so, die jetzt nicht so destruktiv sind und jetzt nicht so viele Nebenwirkungen haben. Also, aber die Debatte darüber ist halt sehr wichtig.